Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir haben jetzt neue Informationen bekommen und jetzt werden wir uns wieder mit Soltan treffen. Ich hoffe, ich bin alles so leid, dass er uns jetzt neue Informationen geben kann. Vielleicht hat er auch was herausgefunden. Ich sehe mich noch ein bisschen hier um, wenn ich schon mal dabei bin. Vielleicht gibt es hier wichtige Informationen, die ich klauen kann. Oder Plunder, die ich verkaufen kann. So. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Na komm. Ich bin alles so leid. Dann hör auf damit. Ich klaue, wo ich kann. Ich bin eine kleine diebische. Was sind das für Glubschaugen? Hast du Blähungen? Ja, die habe ich. Vor allem, weil ich dich sehe. Schöne Sachen überall. Ich kann alles mitnehmen. Das freut mich. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Ich als Diebe, Huren und Mörder. Ah, halt die Klappe. Ach, hier ist noch was. Alles edelvolle Sachen, die man edelvoll weiterverkaufen kann. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Das ist keine Tür, ne? Nee, das ist keine Tür. Und jetzt sind meine Hexersinne schon angeschlagen. Ich guck mal nach oben. Mach mal. Warum steht eigentlich dieser Kerzenständer auf einer Truhe? So, was haben wir hier drinne? Oh. Das ist immer alles mit, was ich kriegen kann. Ein Hexer muss sich halt über Wasser halten und das ist egal wie. So. Okay, ich kann nicht rüberspringen, schade. So, dann gehen wir jetzt mal hier raus. So, wir müssen jetzt zu Soltan zurück. Oh, die Katze hat mich angefaucht. Das gefällt ihr wohl nicht. Dum, 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 dum. Soltan, ich habe neue Infos. Wo bist du? Das ist schon wieder ein Abend, ey. Die Zeit im Spiel hier vergeht. Das ist ja unglaublich. Oh, Moment. Nee, noch hier lang. Der Wind heult. Der Wind heult. Und was hat das zu bedeuten, Geralt? Hat das irgendwas zu bedeuten? Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Aus welchem Dorf kommst du? Der Wind heult. Das muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Oh, er hat dir für Verordnung gesorgt. Sieht richtig gut aus. Was? Du hast nicht mal das Wasser getrunken? Ungezogener Vogel. Ah, du bist wieder da. Kennst du Puschel schon? Sie müsste jeden Tag mit dem Sprechen anfangen. Das ist eine Eule. Sultan, vermutlich kann nicht mal ein Magier diese Eule in einen Papagei verwandeln. Du wirst schon sehen. Hör gut zu, sie wird schon bald gewinnt mit uns spielen. Aber wir wollten ja über Rittersporn reden. Und, wie steht's? Viel erfahren? Du zuerst. Sag mir erst, was du erreicht hast. Ein paar blaue Flecken und ein zerrissenes Wams. Abgesehen davon nicht viel. Er hat bei keiner gewohnt. Sie haben ihn alle lang nicht gesehen. Hab nur was über seine Verführungskünste herausgefunden. Taugen aber nicht viel. Lass mal hören. Bin gespannt. Weißt du, wie er ein Mädel umwarb, das Naturkunde studierte? Er fragte sie nach den Gewohnheiten der Trolle und
weißt du, wohin er mit der Köchin der Passiflora ging? Zur Straße, die von Ochsenfurt nach Novigrad führt und die gerade repariert wird. Sie musste stundenlang zusehen, wie die Arbeiter Felsen zu Pflastersteinen zertrümmerten. Und er verkaufte ihr das als romantischen Ausflug. Weiß ja nicht viel über Menschenfrauen, aber eine Zwergin würde das zu Tode langweilen. Dein Poet wird langsam alt. Vielleicht. Oder er hatte wirklich seine Gründe. Es klingt, als hättest du was rausgefunden. Die Frauen auf meiner Liste haben Rittersporn länger nicht gesehen. Sie sagen alle, er hätte sich seltsam benommen. Behaupten auch, er hätte eine neue. Doch die geheimnisvolle Dame war nicht auf meiner Liste. Wie soll's denn aussehen, dieses Mädel? Blond, aus Kovir. Angeblich eine Bardin. Sie heißt Kalonetta oder so ähnlich. Ah! Das macht die Sache ja glasklar. Das ist Priscilla. Ja, das muss sie sein. Wo ist Priscilla? Warum stand sie nicht auf der Liste? Warum stand sie nicht auf der Liste? Diese Priscilla war anders. Für Rittersporn war es wohl mehr als eine Schwärmerei. Echte Leidenschaft. Ihn verlangt nach jeder Frau, die er trifft. Wie soll ich's erklären? Wen liebt Rittersporn am meisten? Sich selbst. Genau. Und sie ist sein Ebenbild. Das sind tolle Neuigkeiten. Rittersporn verliebt? So richtig verliebt? Oh ja. Der Kerl ist hin und weg. Sie hat ihm den Kopf verdreht. Gut, dann müssen wir wohl mit ihr reden. Priscilla spielt in einer Schaustellertruppe. Renard und die Füchse. Immer wenn sie in der Stadt sind, tritt sie abends im Eisvogel auf. Dann sind wir zu einem Liederabend, verdammt. Musst du immer meckern? Das ist echte Lyrik, Geralt. Du wirst sehen. Triffst Sultan nach Sonnenuntergang im Eisvogel. Okay, das heißt, wir müssen jetzt bis zum Sonnenuntergang meditieren. Meditation. Machen wir mal das hier. Bis 17 Uhr. So. Dann wollen wir mal. Mann, hab ich gestern gesund. Sonnenuntergang. Mein Kopf fühlt sich an wie voller Sauerstoff. Die ganze Familie übergraben. Ich frage mich, wo ich Plätze geparkt habe. Ist ja auch schon ein bisschen ewig her, dass ich sie gesehen habe. Na komm. Renn, Geralt. Renn. Die Kanalisation fließen, fließt der größte Abschaum nach oben. Ach ja, Novigrad. Was haben die alle für Probleme? Ah, wir sind, glaube ich, hier richtig. Kann ich mich wo hinsetzen? Ich glaube, ich bin hier richtig, oder? Warum ich? Er ist ein Mühlmann, ja. Ein Idiot, der aus einem Loch getroffen war. Hatte Glück bei den Rennen und hält sich jetzt für einen Adelsmann. Ich möchte wissen, was meine Frau dazu sagen würde. Ich bin jetzt im Eisvogel. Und jetzt? Ach, holen wir uns schon mal ein Bier. Ich zahle keine Steuern. Eisvogel. Woher kommt der Name? Das war Meister Rittersporns Poesie. Der Eisvogel putzte sich prächtig heraus, fiel in die Latrine, das Märchen ist aus. Kennst du das nicht? Doch. Und auch das über Prinzessin Annie ertrunken im Fluss Fanny. Jedenfalls sind Poeten und Freunde der Literatur im Eisvogel besonders willkommen. Die größten Literaten der Gegenwart treten hier auf. Zeig mir, was du anzubieten hast. Was gibt's denn heute? Was gibt's denn heute? Zeig mir, was du so kannst. Plunder. Verkaufen wir das mal alles. Enthält Zusatzinformationen, okay. Auch
Okay, kann ich offenbar noch nicht verkaufen, weil ich es noch nicht gelesen habe. Warte mal. Wenn ich schon mal dabei bin, kaufe ich mal ein bisschen was zu essen ein. Verzerre erst. Oh. Das ganze Essen nehme ich mal. Ja. Na komm, das sind auch noch so. Zwei. Bis dann. Weißt du, was sie abends vor dem Zubettgehen trinkt? Nicht Milch. Wo ist denn Sultan jetzt? Aus einem Zauberer-Schädel. Und es ist natürlich auch Zauberer. Weg da. Oh, hau ab, Frau. Wache! Jetzt geh! Ich will da rein. Mann! Geht doch. Muss ich einfach nur durchboxen. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Ich klau mal hier alles eben. Das sind alles perfekte Zutaten, die ich brauche, um hier meine Gesundheit zu regenerieren. Ich möchte wissen, was meine Frau dazu sagen würde. Oh, Frau, komm ab. Wo ist denn Sultan? Wo ist er denn jetzt? Willst du mich betrunken machen, werter Herr? Oh. Wenn ich das wollte, werte Dame, würden wir nicht von der Berührung einer Frau. Wo ist Warum der? Denn nicht? Wo ist Sultan? Es wäre zu teuer. Was? Ist so voll. Wie kann man sich da? Er ist ein Niemand, ein Idiot, der aus einem Loch kommt. Hatte Glück bei den Rennen und hält sich jetzt für einen Adel zu machen. Ich möchte wissen, was meine Frau dazu sagen würde. Hä? Wo ist denn Sultan? Ah, es hat angefangen. Um 18 Uhr war das also. Ah, schon da. Los, suchen wir uns ein paar Arschgestelle. Geht bald los. Lass mich deine kalten Lippen küssen.
Träumen bittere Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich Raben schwarzer Locken, deine Veilchen Augen von Tränen nass. Ich frage mich, ob du mein Schicksal bist oder ob der Zufall uns zusammenführte, als ich den letzten Wunsch hervorbrachte, wurdest du gezwungen, mich für immer zu lieben. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich Raben schwarzer Locken, deine Veilchen Augen von Tränen nass. Standing Ovation von Gerald von Riva. Den kenne ich. Der hat in Weißgarten ein paar temerische Jungs umgebracht. Ruhe, Weib! Wir sind hier, um Musik zu hören. Ein Mörder? Es herrscht Krieg. Da sterben manche Leute. Oh, bitte, diskutiert das woanders aus. Wieder Zank und Schlägereien. Ich dachte, das wäre ein anständiges Etablissement. Wie ich Gerald kenne, hat er den Hals riskiert, um irgendwem den Arsch zu retten. Zu retten? Er hat Leute ermordet. Lass dich nicht provozieren. Dort ist die Tür. Klärt das draußen. Komm. Ich will Musik hören. Musik! Kultureller Mittelpunkt der Welt. Dass ich nicht lache. Ist das die Frau von der Schenke, wo wir das erste Mal waren mit Wiesmir? Darf ich mir vorstellen? Das ist Priscilla, auch bekannt als Kalonetta. So liebreizend wie talentiert. Und das... Ist Gerald von Riva, ich weiß. Rittersporn hat mir viel von dir erzählt und ich habe mit angehaltenem Atem zugehört. Sei nicht überrascht, mir ist kein passenderes Thema für eine Ballade eingefallen als die Liebe eines Hexers zu einer Zauberin. Oder sollte ich sagen, zu Zauberinnen? Baden vertraue ich nichts an. Anscheinend hat Rittersporn nichts ausgelassen. Anscheinend hat dir Rittersporn meine Geschichte genauestens erzählt, sogar Persönliches und Unwichtiges. Hat er auch was über sich erzählt, wohin er beispielsweise unterwegs ist? Ausgezeichnet, sehr lustig, wirklich. Na dann, bis später. Nicht hier. Kommt mit. Okay. Wir sollen ihr anscheinend folgen. Gibt es einen Grund für diese Geheimniskrämerei? Ja, einen guten. Als ich Rittersporn zuletzt gesehen habe, plante er einen Einbruch in Sigirolvens Schatzkammer. Du heilige Scheiße. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Wolven, wer ist das? Wolven, wie ist er so? Groß, fett und extrem gefährlich. Er zieht beim Gehen das linke Bein nach. Klingt nach einem lahmen Felstroll. Wenn Trolle Teufel schlau wären und ein Gespür für Verbrechen hätten, dann ja. Ja, eine Schatzkammer? Rittersporn bricht in eine Schatzkammer ein. Hätte gedacht, dass er eher das Zölibat vorziehen würde. Stimmt, als er mal vergessen hatte, seinen Wein in Passiflora zu bezahlen, lag er die nächsten 3 Nächte wach und zerbrach sich den Kopf. Hast du eine Idee, was ihn da geritten hat? Hat er irgendwelche Schulden? Er hat behauptet, er würde jemandem helfen. Eine dringende Sache, die nicht warten könne. Dieser jemand, hat Rittersporn einen Namen erwähnt? Nein, aber so wie ich Rittersporn kenne, hat er ihren Namen nicht erwähnt.
Genauso wenig ihre schlanke Taille und ihren drallen Busen. Ihren drallen Busen. Lass mich raten, der Einbruchsversuch ist misslungen. Nun, er ist nicht mit einer goldenen Kutsche voller Juwelen vorgefahren. Sieht also danach aus. Ich habe überall nach ihm gefragt, aber in der Stadt macht keiner den Mund auf. Konnte nur rausfinden, dass er im Versteck von Hurensohn Junior für Ärger gesorgt hat. Die Männer von Hurensohn haben ihn durch die ganze Stadt gejagt. Hurensohn Junior? Nie gehört. Das größte Arschloch in Novigrad. Nicht wörtlich gemeint, aber... Verstehe. Du magst ihn nicht. Was hat er dir denn getan? Wohl eher der ganzen Stadt. Er ist einer der vier Unterweltbosse der Stadt. Die anderen sind Sigi Räuven, Hacker und der Bettlerkönig. Dieser Halunke. Wenigstens hat er nicht auch den ehrwürdigen Kult verärgert und mit in die Sache gezogen. Dann säßen wir tief drin. Sieht aus, als müsste ich jetzt schon mal wieder. Ich eile Rittersporn mal wieder zu Hilfe. So langsam sollte er mich dafür bezahlen. Wo auch immer er ist, er hat im Moment gewiss nichts für Witze übrig. Und ich auch nicht. Keine Sorge, ich hol ihn da raus. Ich muss mit Hurensohn sprechen. Und Sigi Räuven. Weißt du, wo sie zu finden sind? Beim Hurensohn weiß ich's nicht. Aber Räuven hat ein Badehaus. Pass aber auf, er ist gefährlich. Ist er wirklich so? Das bezweifle ich nicht. Aber Rittersporn ist es nicht. Ich flehe dich an, beeil dich. Und sag mir, sobald du was erfahren hast. Heißt der wirklich... Tja, ich habe hier nichts zu tun. Ich gehe wieder ins Rosmarin. Ich muss Puschel füttern. Und dann heißt es abwarten, ob unser Vögelchen nicht von alleine wiederkommt. Pass auf dich auf. Ja, natürlich. Geralt! Wie hast du Rittersporn kennengelernt? Würde ich gerne noch wissen. Sag mir, du und Rittersporn, wie habt ihr euch kennengelernt? Bei einem Poesieturnier in Elanda. Ich hatte natürlich schon viel von Meister Rittersporn gehört. Und tatsächlich, zunächst hielt ich ihn für einen aufgeblasenen, selbstverliebten Trottel. Zunächst? Nun, nur Kühe ändern nie ihre Meinung. Ich änderte meine, als er kam, um mir zu gratulieren. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, mit Anstand zu verlieren. Rittersporn kann nervtötend sein, das bestreite ich nicht. Aber er kann auch aufrecht und edel sein. Naja, sonst würde ich es wohl auch nicht ertragen, ihn um mich zu haben. Ich verstehe. Bis dann. Ja komm, bis dann. Alles Gute. Nun gut, ich würde sagen, ich mache dann hier an der Stelle Schluss und dann reden wir mit diesem Herrn so und so. Ihr wisst schon, wie ich meine. Bis dahin bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.